Los Angeles. Ladies and gentlemen, please welcome David Natta. Nicht sinken als in diesem Kapitel. Dean gab ein leises Schnarchen von sich und drehte sich von dem erbarmungslosen Morgenlicht weg. Mit Ausnahme der Matratze auf dem Boden war das Zimmer völlig unmöbliert. Der begehbare Kleiderschrank stand offen und Dan sah, dass der größere Teil von Deanys spärlicher Garderobe in zwei Wäschekörben aus Plastik lagerte. Die wenigen Sachen auf Kleiderbügeln sahen aus wie Klamotten, in denen man durch die Kneipen zog. Er sah ein rotes T-Shirt, auf dem in Pailletten Sexy Girl stand, und einen Jeansrock mit modisch ausgefranstem Saum. Unten standen zwei Paar Sneakers, zwei Paar flache Treter und ein paar aufreizende, hochhackige Riemchen-Sandaletten, ohne Korksohle allerdings. Und keine Spur von seinem ramponierten Reeboks. Dan konnte sich nicht daran erinnern, ob sie die Schuhe abgestreift hatten, als sie hereingekommen waren. Aber wenn, dann waren die Dinger im Wohnzimmer, an das er sich tatsächlich erinnerte. Das Licht ist viel zu grell. Vage. Vielleicht lag da auch ihre Handtasche. Womöglich hatte er ihr den Rest seines Bargelds gegeben, damit sie es sicher verwahrte. Das war zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Er steuerte seinen pochenden Kopf durch den kurzen Flur in das wohl einzige andere Zimmer der Wohnung. Die Küchenzeile an der gegenüberliegenden Wand war mit einer Kochplatte und einem Mini-Kühlschrank unter der Arbeitsfläche ausgestattet. Im Wohnbereich stand ein Sofa mit hervorquellender Polsterung. An einer Seite war es mit mehreren Ziegelsteinen abgestützt. Der große Fernseher davor hatte einen in der Mitte der Röhre herablaufenden Sprung, ursprünglich geflickt mit einem Streifen Packband, der inzwischen nur noch an einer Ecke baumelte. Auf dem Band klebten ein paar Fliegen, von denen eine noch schwach zappelte. Dan betrachtete sie mit morbider Faszination und dachte nicht zum ersten Mal darüber nach, dass der verkaterte Blick die merkwürdige Eigenschaft besaß, in jeder beliebigen Umgebung das Hässlichste zu entdecken. Vor dem Sofa stand ein Couchtisch. Darauf befand sich ein mit Kippen gefüllter Aschenbecher, ein mit weißem Pulver gefüllter Plastikbeutel und eine Ausgabe von People, auf der weiteres Pulver verstreut war. Vervollständigt wurde das Bild von einem noch halb zusammengerollten Dollarschein. Er wusste nicht, wie viel sie geschnupft hatten, aber angesichts der Menge, die noch übrig war, konnte er seine 500 Dollar in den Wind schreiben. Scheiße. Dabei mag ich Koks nicht mal. Wie habe ich es überhaupt geschnupft? Ich kann ja kaum atmen. Er hatte es gar nicht geschnupft. Das hatte sie getan. Er hatte es sich aufs Zahnfleisch gerieben. Langsam fiel ihm alles wieder ein. Die Todesfliegen auf der Toilette, die den Mund von Mr. Geschäftsmann als Ein- und Ausgang benutzt hatten und über die feuchte Oberfläche seiner Augen gekrochen waren. Der Dealer, der Dan gefragt hatte, was er da anstarre. Als nächstes kam die Fahrt mit einem anderen Taxi zu Deanys Wohnung, bei der sie schon von ihrem Handrücken geschnupft hatte, zu gierig oder zu bedürftig, um abwarten zu können. Er erspähte ihre Sandaletten und seine Reeboks direkt hinter der Tür, begleitet von weiteren goldenen Erinnerungen. Sie hatte ihre Schuhe nicht weggeschleudert, sondern nur von den Füßen fallen lassen, weil er seine Hände inzwischen fest auf ihrem Hintern platziert und sie ihm die Beine um die Taille geschlungen hatte. Ihr Hals hatte nach Parfüm gerochen, ihr Atem nach Schweinestarte mit Barbecue-Aroma. Die hatten sie ausgiebig verschlungen, bevor sie zum Pultisch gegangen war. Dan zog seine Sneakers an, dann ging er zur Küchenzeile, weil er dachte, im Schrank wäre vielleicht Instant-Kaffee. Den fand er zwar nicht, aber auf dem Weg dorthin sah er ihre Handtasche auf dem Boden liegen.
Der halbe Inhalt war herausgequollen, darunter ein Portemonnaie aus rotem Kunstleder. Er schaufelte alles wieder hinein und nahm die Tasche mit zur Küchenzeile, obwohl er verdammt gut wusste, dass sein Geld nun in der Tasche der Designer-Jeans dieses Dealers steckte, beharrte etwas in ihm darauf, dass noch ein bisschen übrig war. Wenn auch nur, weil er zumindest dieses bisschen so nötig hatte. $10 reichten für 3 Glas Whisky oder 2 Sixpacks Bier. Aber heute brauchte er mehr als das. Er fischte Dinis Portemonnaie heraus und öffnete es. Es enthielt mehrere Fotos, einige von Dini mit einem Typen, der ihr zu ähnlich sah, als dass er nicht mit ihr verwandt war, einige von Dini mit einem Baby auf dem Arm, eines von Dini in einem Ballkleid neben einem jungen Typen mit vorstehenden Zähnen und einem fürchterlichen blauen Smoking. Das Scheinfach war prall gefüllt. Das machte ihm Hoffnung, bis er den Reißverschluss aufzog und ein Bündel Lebensmittelmarken sah. Etwas Bargeld war auch vorhanden, 2 Zwanziger und 3 Zehner. Das ist mein Geld. Genauer gesagt, das, was davon übrig ist. Er wusste es besser. Nie hätte er einer zugedröhnten Tusse, die er gerade aufgerissen hatte, seinen Wochenlohn zur Aufbewahrung anvertraut. Dieses Geld gehörte ihr. Gut. Aber war das mit dem Koks nicht ihr Einfall gewesen? War sie nicht der Grund, weshalb er heute Morgen nicht nur einen Kater hatte, sondern auch pleite war? Nein. Du hast einen Kater, weil du ein Säufer bist. Und du bist pleite, weil du die Todesfliegen gesehen hast. Das mochte stimmen, aber wenn sie nicht darauf bestanden hätte, zum Bahnhof zu fahren, um Koks zu besorgen, hätte er die Todesfliegen nicht gesehen. Womöglich braucht sie die $70, um sich was zu essen zu kaufen. Oder für die Miete. Womöglich braucht sie es dafür. Wenn sie Geld für die Miete brauchte, konnte sie ja den Fernseher verscherbeln. Vielleicht nahm den ja ihr Dealer in Zahlung trotzdem Sprung. $70 reichten sowieso bei weitem nicht für eine Monatsmiete aus, nicht mal für ein Loch wie dieses. Das gehört dir nicht, Doc. Das war die Stimme seiner Mutter. Das Letzte, was er hören wollte, wenn er einen brutalen Kater hatte und unbedingt was zu trinken brauchte. Du kannst mich mal, Ma. Seine Stimme klang leise, aber ehrlich. Er nahm das Geld, stopfte es sich in die Hosentasche, steckte das Portemonnaie wieder in die Handtasche und drehte sich um. Ein kleiner Junge stand vor ihm. Er war etwa 18 Monate alt und trug ein T-Shirt mit dem Logo der Atlanta Braves. Das reichte ihm bis zu den Knien, aber die Windel, die er darunter trug, war trotzdem sichtbar, denn sie war voll und hing knapp über den Knöcheln. Dans Herz machte einen gewaltigen Sprung in der Brust. Und in seinem Kopf tat es plötzlich einen so furchtbaren Schlag, als hätte Thor seinen Hammer darin geschwungen. Einen Moment lang war er sich völlig sicher, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt oder beides zu erleiden. Dann sog er tief die Luft ein und atmete wieder aus. Wo kommst du denn her, kleiner Held? Mama, sagte der Junge. Was in gewisser Weise den Nagel auf den Kopf traf. Schließlich war auch Dan aus seiner Mama gekommen, aber keine hilfreiche Antwort war. Eine schreckliche Schlussfolgerung versuchte sich in Dans Dröhnen im Kopf zu bilden, aber damit wollte er überhaupt nichts zu tun haben. Er hat gesehen, wie du das Geld genommen hast. Schon möglich, aber das war nicht die betreffende Folgerung. Wenn der Kleine das gesehen hatte, na und? Er war noch nicht mal 2. So kleine Kinder nahmen alles hin, was Erwachsene taten. Wie heißt du denn, Kleiner? Dans Stimme pulsierte im Takt mit seinem Herzen, das sich immer noch nicht beruhigt hatte. Mama? Tatsächlich. Das wird deine Mitschüler aber freuen, wenn du in die Highschool kommst. Kommst du aus der Wohnung nebenan oder von gegenüber? Bitte sag ja, denn die Schlussfolgerung lautet, wenn der Kleine das Kind von Dini ist, dann ist sie auf Kneipentour gegangen, während der Junge in dieser beschissenen Wohnung eingesperrt war. Allein. Mama! Dann sah der Junge das Koks auf dem Couchtisch und tapste darauf zu. Zucker! Nein, es ist kein Zucker, sagte Dan.
obwohl es tatsächlich welcher war. Nasenzucker. Ohne auf ihn zu achten, griff der Junge mit einer Hand nach dem weißen Pulver. Als er das tat, sah Dan auf seinem Oberarm blaue Flecke, solche, die entstanden, wenn man mit der Hand zudrückte. Er packte den Kleinen in die Taille und zwischen den Beinen. Während er ihn aufhob und vom Tisch wegschwenkte, kam ihm ein Bild in den Sinn, kurz, aber qualvoll klar. Der die ähnelnde Typ auf dem Foto im Portemonnaie, wie er den Jungen hochhob und schüttelte und dabei die Abdrücke seiner Finger hinterließ. Hey, Tommy, ich hab dir doch gesagt, du sollst abhauen. Ist das so schwer zu kapieren, oder was? Hör auf, Randy. Er ist doch noch ein Baby. Dann war's vorüber. Aber die zweite, schwach protestierende Stimme war die von Dini gewesen. Und er begriff, dass es sich bei Randy um ihren älteren Bruder handelte. Das war einleuchtend. Nicht immer war es der Freund, der ein Kind missbrauchte. Manchmal war es der Bruder. Manchmal der Onkel. Manchmal, komm da raus, du freches Balken, und hol dir, was du verdienst. War es sogar der liebe alte Papa. Er trug den kleinen Tommy, er hieß Tommy, ins Schlafzimmer. Als das Kind seine Mutter sah, begann es sofort sich zu winden. Mama, Mama, Mama. Dann setzte Tommy ab, der zur Matratze tapste und neben seine Mutter kroch. Obwohl Dini schlief, legte sie den Arm um ihn und zog ihn an sich. Dabei rutschte sein T-Shirt hoch und Dan sah an seinen Beinen weitere blaue Flecke. Der Bruder heißt Randy. Ich könnte ihn aufspüren. Dieser Gedanke war so kalt und klar wie die Eisdecke eines Sees im Januar. Wenn er das Foto aus dem Portemonnaie in die Hand nahm und sich konzentrierte, ohne auf das Hämmern in seinem Kopf zu achten, konnte er den großen Bruder wahrscheinlich aufspüren. So etwas hatte er schon mehrmals getan. Ich könnte ihm selbst ein paar Blutergüsse verschaffen und ihm drohen, ihn beim nächsten Mal umzubringen. Nur würde es kein nächstes Mal geben. Mit Wilmington war er fertig. Er würde Dini und diese desolate kleine Wohnung nie wiedersehen. Er würde nie wieder an die vergangene Nacht und an diesen Morgen denken. Diesmal war es die Stimme von Dick Halloran. Falsch, Kleiner. Die Dinger aus dem Overlook kannst du in deinen Schließfächern unterbringen, aber Erinnerungen nicht. Niemals. Das sind die echten Geister. Auf der Türschwelle stehend betrachtete er Dini und ihren mit blauen Flecken übersäten Jungen. Der war wieder eingeschlafen und in der Morgensonne sahen die beiden fast wie zwei Engel aus. Sie ist kein Engel. Selbst wenn die blauen Flecken nicht von ihr stammen, ist sie einfach um die Häuser gezogen und hat ihn allein gelassen. Wenn ich nicht da gewesen wäre, als er aufgewacht und ins Wohnzimmer gekommen ist. Zucker, hatte der Junge gesagt und nach dem Koks gegriffen. Nicht gut. Es musste etwas unternommen werden. Mag sein, aber nicht von mir. Wie würde das wohl aussehen, wenn ich mit einer derartigen Visage im Jugendamt aufkreuze, um ein verwahrlostes Kind zu melden, nach Schnaps und Kotze stinkend? Ein wahrhaft aufrechter Bürger, der seine Pflicht tut. Du kannst das Geld zurückstecken, sagte Wendy. Wenigstens das kannst du tun. Fast hätte er es getan. Tatsächlich. Er nahm das Geld aus der Tasche und hielt es in der Hand. Er schlenderte sogar zu Dinis Handtasche und der kleine Spaziergang tat ihm offenbar gut. Jedenfalls brachte er ihn auf eine Idee. Nimm das Koks, wenn du schon was mitgehen lassen musst. Das, was noch da ist, kannst du für $100 verscherbeln. Vielleicht sogar für 200, wenn es noch einigermaßen nach was aussieht. Falls der potenzielle Käufer sich allerdings als Cop entpuppte, was bei seinem Pech fast zu erwarten war, dann landete er im Knast. Das Geld war wesentlich sicherer, insgesamt $70. Ich werde es aufteilen, beschloss er. 40 für sie und 30 für mich. Allerdings brachten $30 ihm nicht viel. Außerdem waren da noch die Lebensmittelmarken, ein Bündel fett genug, ein Schwein damit zu füttern. Damit konnte sie doch Essen für das Kind kaufen, oder etwa nicht? Er nahm den Beutel Koks und die bestäubte Zeitschrift, um beides auf die Arbeitsfläche der Küchenzeile zu legen, wo der Junge es nicht erreichen konnte. Im Spülbecken lag ein Schwamm, mit dem er die Reste auf dem Couchtisch entfernte. Dabei sagte er sich, wenn Dini inzwischen angestolpert kam, würde er ihr das verfluchte Geld zurückgeben. Und wenn sie weiter pendelte,
dann hat er sich nicht anders verdient. Lini kam aber nicht angestolpert. Sie schnarchte einfach weiter. Nachdem Dan den Tisch abgewischt hatte, warf er den Schwamm ins Spülbecken zurück und überlegte kurz, ob er ein paar Zeilen hinterlassen sollte. Aber was sollte er schreiben? Sorg besser für dein Kind. Ach übrigens, ich habe dein Geld eingesteckt. Okay, keine Nachricht. Er verließ die Wohnung mit dem Geld in der linken Vordertasche und achtete darauf, die Tür beim Hinausgehen nicht laut zuzuschlagen. Aus Rücksicht redete er sich ein.